Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wir sind auf dem Weg in die Mongolei und zeigen euch in dieser Folge den Pamir Highway entlang des Flusses Panch. Der knapp über 900 Kilometer lange Fluss Panch entsteht an der Grenze des zu Afghanistan gehörenden Wakhan-Korridors. Dort an der Nahtstelle des Pamir und des Hindukusch entsteht er durch den Zusammenfluss des Pamir und des Wakhan-Darya. Nachdem weitere Flüsse in den Panch münden, bildet er nach über 900 Kilometern einen der beiden Quellflüsse des Amundarya, welcher früher mal in den Aralsee mündete, aber heute in der Wüste versickert. Wie ich euch ja schon in dem Nordrouten-Video sagte, wird der Pamir Highway zurzeit mit chinesischer Unterstützung neu ausgebaut. Die Hauptarbeiten finden zurzeit zwischen Kalai Kum und Kuruk statt. Und das Fahren auf diesem Abschnitt macht zurzeit überhaupt keinen Spaß. Abgesehen davon, dass man immer wieder vor Baustellen warten muss, sind auch lange Bereiche in wirklich dicken Staubwolken zurückzulegen. Manchmal betragen die Sichtweiten wie in dicken Nebel unter 50 Meter. Dennoch möchten wir die Erfahrung, diese Strecke, vor allem bevor sie neu geteert worden ist, gefahren zu haben, nicht missen. In diesem Abschnitt ist es auch nicht ganz leicht, einen schönen Platz für die Nacht zu finden. Hier fahren wir gerade bei der Ortschaft Das Tak zum Sportplatz und stellen uns auf eine Art Bauhof der Baufirmen. Auf dem abenteuerlichen Sportplatz wurde bis Sonnenuntergang etwas Fußball gekickt. Vielleicht waren auch Soldaten des direkt angrenzenden Militärstützpunktes dabei. An uns störte sich hier niemand. Gleich am Morgen ging es wieder auf die Piste, oder sollte ich vielleicht besser sagen, in die Baustelle. Auch wenn die Strecke und der Baustellenbetrieb sehr interessant anzusehen ist, die Fahrerei dadurch ist doch ganz schön nervig.
Hier kommen wir wieder zu einem Checkpoint, wo wir unsere Papiere und das Permit vorzeigen müssen. Und wir treffen Alois mit seinem Landcruiser, den wir in Dushanbe schon mal gesehen haben. Der Blick geht immer wieder rüber nach Afghanistan, was hier nur einen Steinwurf entfernt ist. Irgendwie scheint die andere Seite des Flusses interessanter zu sein. Dann müssen wir wieder an einer Baustelle warten. Ein Bauarbeiter sagte uns, es wird wohl 2 bis 2,5 Stunden dauern. Nach vielleicht 10-15 Minuten, als ich gerade meinen Laptop auspackte, um etwas zu arbeiten, sagte man uns, die Baustelle ist frei, wir können fahren. Ganz so frei war denn die Strecke doch nicht. Nach einem kurzen Stück musste Jürgen aussteigen und einiges an Steinen beiseite räumen. Freie Fahrt, weiter geht's. In Deutschland unvorstellbar, dass man einfach so durch die Baustellen fährt. Doch hier gibt es auch keine andere Möglichkeit. Rechts der Grenzfluss Panch und links gehen die Berge steil hoch. Wo sollte da eine Umleitung lang führen?
immer wieder sind Fahrradfahrer auf der Strecke unterwegs. Der hier durfte durchfahren, als wir an der letzten Baustellensperre warten mussten. Nun haben wir ihn wieder eingeholt. Aber insgesamt sind die Fahrradfahrer hier nicht wesentlich langsamer unterwegs wie wir. Und dann fahren wir an den beiden Ivecos vorbei, die wir schon in Dushanbe gesehen haben. Hier wissen wir noch nicht, dass wir heute Abend zusammenstehen werden.
Nach der Brücke gibt es wieder einen Checkpoint. Wir legen unsere Papiere vor, biegen aber dann noch vor dem Checkpoint ab zu unserem Nachtplatz. Unmittelbar nach uns trifft Alois am Platz ein. Ein Hund gesellt sich zu uns und eine Weile später kommen auch die beiden Iwegos dazu. Nachdem wir eine ruhige Nacht etwas weiter weg von der Straße hatten, machen wir uns heute auf den Weg nach Kuruk. So 6 bis 7 Kilometer vor Kuruk gibt es dann wieder einen Checkpoint. Kuruk hat etwas über 30.000 Einwohner und ist die Hauptstadt der autonomen Provinz Berg Badachschan. Die Stadt hat keine nennenswerten Industrieanlagen und die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Das merkt man der Stadt auch an. Hier in Kuruk steht für die Pamir-Highway-Fahrer wieder eine Entscheidung an. Entweder dem eigentlichen Pamir-Highway nach Osten Richtung Murgab zu folgen oder als Alternative ein Stück weiter nach Süden zu fahren, um dort die Strecke entlang des Wakhan-Korridors zu nutzen. Wir entscheiden uns für Letzteres. Wir könnten jetzt drehen, im Moment wieder runter Richtung Markt fahren. Auf der rechten Seite konnten wir ja parken, ne? Vorher machen wir jedoch noch einen Gang durch die Stadt, erledigen ein paar Besorgungen und fahren dann zum Botanischen Garten, wo wir auch über Nacht bleiben. Weder die Geschäfte noch der Markt bieten ein tolles Einkaufsvergnügen. Man bekommt das Notwendigste, aber große Auswahl ist nicht zu finden. Besonders bei Obst und Gemüse lässt das Angebot zu wünschen übrig. Für die Mittagsverpflegung haben wir ein Fastfood-Restaurant gefunden. Alles in allem hat die Stadt wohl schon mal bessere Zeiten gehabt. Nach einem Tankstopp geht es dann zu dem hoch über der Stadt liegenden Botanischen Garten. Der Eintritt ist bereits an einer an der Zufahrt liegenden Schranke zu bezahlen. Ich frage schnell noch den Pförtner, ob wir oben beim Botanischen Garten über Nacht stehen bleiben können. Dieser sagt, das ist überhaupt kein Problem. Mit ein paar Impressionen vom Botanischen Garten möchte ich das Video für heute beenden. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Im nächsten Video geht es dann weiter entlang des Wakhan-Korridors.